Wir sind in einen Müllcontainer geklettert, weil wir für 0 Euro ein Boot bauen wollen. Als Deck haben wir die Bretter genommen und mit einer riesigen Palette verschraubt. Jetzt hatten wir schon mal eine stabile Plattform. Als nächstes sind wir in einen Keller geklettert, weil jemand über Kleinanzeigen alte Kajaks verschenkt hat, die sich perfekt als Schwimmkörper für unser Boot eignen. Das Ganze haben wir dann auf dem Wasser getestet, was echt gut funktioniert hat. Zumindest sind wir nicht gekentert. Weiter ging es mit dem Antrieb. Dafür haben wir 2 alte Schrottfahrräder abgeholt, die auch wieder über Kleinanzeigen verschenkt wurden. Unsere Idee war es, die Hinterräder mit Brettern zu verbinden und so ein riesiges Schaufelrad zu bauen. Der erste Test in der Halle sah auf jeden Fall vielversprechend aus. Als letztes haben wir für die Lenkung ein Ruder aus einem Longboard gebaut und dann den finalen Test gemacht. Schreibt uns gerne mal eure Ideen in die Kommentare, was wir sonst alles noch für 0 Euro bauen sollen.